Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal im Stehen, ich versuche mal wieder was anderes, aber darum soll es ja gar nicht hier hauptsächlich gehen, sondern heute soll es um das Redmi Book 15 Pro Version 2023 gehen. Freundlicherweise zum Testen von Trading Shenzhen zur Verfügung gestellt. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Vielen Dank dafür. Alle Links zu dem Redmi Book 15 Pro findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich schildere euch heute meine Eindrücke über dieses schöne Laptop, was alles zu beachten ist bei einem Import, was das Teil drauf hat. Wir fangen direkt an. Los geht's nach dem Intro. Ja, ein bisschen andere Perspektive heute, wie gesagt. Deswegen verzeiht mir, wenn ich mal zu sehr nach unten schaue. Ich versuche mal hauptsächlich in diese Kamera zu reden, aber ich habe hier oben natürlich auch noch eine Kamera. Da kann man immer mal so ein bisschen eine Nahaufnahme machen. Ja, ihr seht hier schon schönes Alugehäuse. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist aus einem Block gefräst, laut Redmi. Die Angabe natürlich aus dem Chinesischen übersetzt, aber es sieht aber auch wirklich sehr, sehr edel danach aus. Ja, edel hat meistens seinen Preis, aber ihr wisst, als Importgerät spart man doch ein bisschen. Bei Trading Shenzhen ist dieses schöne Laptop in der AMD Ryzen 7 Version für im Moment 817 Euro zu haben, wenn ihr da bestellen wollt. Hier habt ihr noch einen kleinen Gutschein. Wer als erstes den einlöst, hat hier nochmal 5 Euro gespart. Ja, was gibt es zu beachten gleich vorneweg? Importkosten kommt bei euch jetzt nicht drauf, wenn ihr die Versandart Global Priority auswählt. Also da übernimmt dann Trading Shenzhen den ganzen Importkosten, Porto, Versand und halt auch dann beim Zoll. Das macht alles Trading Shenzhen für euch und ihr bekommt das Teil dann für die 817 Euro und ich glaube für 14 Euro Versandkosten mehr müsst ihr dann nicht bezahlen. Ja, was gibt es hier über das schöne Redmi Book in der Version 2023 zu sagen? Wie gesagt, hier nochmal schön der Redmi-Schriftzug. Es ist komplett aus Alu gefräst, also wirklich sehr, sehr schön. Die Unterseite, da haben wir nochmal hier ein paar Gummifüßchen, dass das Ganze halt nicht so hin und her rutscht. Hier auf der Seite rechts und links haben wir schon die ersten Lautsprecher, aber auch innen drin haben wir ein paar Lautsprecher. Das ist hier der, ich sag mal, Kühlergrill. Da kommt die warme Luft dann halt raus, weil klar, so ein Laptop entzeugt natürlich Wärme und Hitze. Und ihr seht hier alles auf Chinesisch, aber habt keine Angst, das Windows, welches hier installiert ist, ist nicht auf Chinesisch. Ja. Wir drehen es mal so rum und dann zeige ich euch mal die Anschlüsse. Wir haben hier Anschlüsse, einmal ein SD-Kartenreader. Das ist sehr gut, gerade für Creator, die viel von der Kamera Daten übertragen wollen. Hier ein erster USB-C-Eingang in der Version 3.2 Gen 2. Dann haben wir hier USB-A, ganz normaler USB-A-Anschluss. Sonst findet sich auf dieser Seite nichts. Auf der anderen Seite ein weiterer USB-C-Anschluss. Dieser ist dann USB-C 3.2 Gen 1 und nebendran der HDMI-Anschluss, also hier HDMI 2.1 Port, könnt ihr einen externen Monitor anschließen. Das ist auch wirklich immer sehr, sehr wichtig, weil man kann das Teil ja auch in irgendeinen Stand oder so weiter irgendwie reinstellen und dann halt hier den HDMI-Anschluss einen Monitor dran schließen per Bluetooth oder halt nochmal per USB-Dongle eine Tastatur und eine Maus und schon hat man einen Rechner, obwohl man hier eigentlich einen Laptop hat. Wirklich sehr, sehr cool. Dann des Weiteren ein 3,5 mm Klinkenanschluss für einen Kopfhörer anzuschließen. Das waren dann die Anschlüsse. Es werden immer weniger Anschlüsse bei Laptops. Apple hatte damit angefangen, dass dann immer weniger Anschlüsse an so einen Laptop rankommen. Aber ich sag mal, es gibt ja mittlerweile schön viel Hersteller auch von Dongles, wo man dann halt alles anschließen kann, sprich Netzwerk, noch weitere USB-Anschlüsse und so weiter und so fort. Ja, klappen wir das Ganze mal auf. Und ich zeige euch das hier in der Frontperspektive. Es geht mit einer Hand, ohne dass er sich quasi anhebt. Hier schön das Display dann zu sehen. Aber wir kommen erstmal zu den Maßen und die sind wirklich nicht groß. 15 Zoll, das steckt ja schon im Namen. Redmi Book 15 Pro, also 15 Zoll Display hier. Dann machen wir es mal kurz zu, da könnt ihr das noch besser sehen. Hier haben wir dann 24,1 mm und er ist wirklich sehr schön dünn. 14,7 mm ist er dünn und wirklich gar nicht schwer.
1,78 Kilo, also das ist wirklich sehr schön mitzutragen bei einem in einem Rucksack auf einer Messe oder so weiter, je nachdem, für was ihr diesen Laptop dann halt gebrauchen könnt. Ja, ich gehe nochmal hier in die Perspektive, dann kommen wir mal zur Tastatur. Dann machen wir danach dann das Display hier, QWERTY-Tastatur. Also das ist natürlich zu beachten, das ist ganz klar. Ihr habt hier eine QWERTY-Tastatur, keine QWERTY. Das ist der Unterschied halt zu einer, ich sag mal, deutschen Tastatur. So Kleinigkeiten wie noch, dass hier bei diesen Tasten hier dann immer das Ä und das Ü und so weiter, die Umlaute drin sind und hier oben das scharfe S und so. Also ich sag mal, wer blind schreiben kann, dem macht das sowieso nichts aus. Wer natürlich ein bisschen, sage ich mal, schauen muss, das lernt man aber mit der Zeit. Also es geht ganz schnell in die 10-Finger-Schreibweise über. Das kriegt man schon hin. Ich sag mal, da ist ein paar Tage Übungen drin. Oder ich verlinke euch mal unten so ein paar, ich sag mal, Klebebuchstaben, die man dann hier so drüber kleben kann, dass die richtigen Tasten dann halt auch gedrückt werden können. Hier oben haben wir auch nochmal so ein, ja, ich sag mal, Lautsprechergrill über der Tastatur, die übrigens auch beleuchtet ist. Also sie hat Hintergrundbeleuchtung, sieht man jetzt sehr wahrscheinlich auf der Kamera nicht ganz so gut. Aber mit Hintergrundbeleuchtung wirklich sehr, sehr cool. Dann kann man auch etwas bei dunkleren Lichtverhältnissen doch arbeiten, wenn man das möchte. Sehr, sehr cool, dass das dann halt auch mit dabei ist. Unter der Tastatur unterhalb ein riesen Touchpad. Es ist einmal zum richtig physisch drücken und aber auch einmal, um halt nur hier zu berühren. Also auch da könnt ihr euch entscheiden, dann leise zu arbeiten. Hier rechts oben ist der Powerknopf, aber da ist auch integriert ein Fingerabdrucksensor und ich sag mal, er ist nicht der schnellste, aber er ist sehr, sehr zuverlässig. Das ist wirklich sehr gut. Da habe ich nichts zu beanstanden und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, seinen Laptop auch mal mit einem Fingerabdrucksensor zu sichern. In der Preisregion ist das eigentlich nicht üblich, sage ich mal. Ja, also das Touchpad nochmal wirklich sehr, sehr schön groß gehalten. Da könnt ihr wirklich nichts verfehlen. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, dann die rechte Maustaste quasi zu simulieren. Hier dann links und so. Also das ist wirklich ganz einfach, den Laptop zu bedienen mit diesem Touchpad dann. Ja, jetzt kommen wir zum Display selbst. Ihr seht es die ganze Zeit. Ich schiebe es noch ein bisschen vor, damit ihr es noch besser erkennen könnt. Hier 15 Zoll Display. Es ist ein IPS-Display mit einer Auflösung von 3200 auf 2000 Pixel. Das Ganze ergibt dann 242 ppi, 100% sRGB Farbraum und dann richtig cool 120 Hertz Bildwiederholrate und da auch wieder in diesem Preissegment eigentlich kaum zu toppen. Das ist richtig cool und es wird auch sehr, sehr schön hell. 500 Nits hell in der Spitze, also da könnt ihr auch mal draußen schön mit diesem Laptop arbeiten. Ihr habt hier oben noch, bevor ich es vergesse, eine Webcam und die kann zumindest 1080p Videos darstellen, also da auch kein Problem an ja einer Zoom-Konferenz, Videokonferenz, egal wie der Anbieter heißt, könnt ihr wirklich schön euch präsentieren. Das ist wirklich sehr cool, dass hier 1080p Auflösung dann möglich ist. Ja, das Ganze muss natürlich auch angetrieben werden und da haben wir, ich komme nochmal hier vorne in die Kamera, ohne dass man hier das Licht sieht, so vielleicht, ich bin wie gesagt noch ein bisschen am Rumprobieren, kommen wir auch dann nochmal zur Hardware-Ausstattung. Und natürlich habe ich schon gesagt, das Ganze hat ein AMD Ryzen System, hier der AMD Ryzen 7, der 7840HS mit bis zu 5,1 GHz in der Spitze in der Taktfrequenz. Also hier Power unter der Haube, wirklich sehr, sehr cool. Und jetzt denken schon einige, kann ich den zum Zocken nehmen? Also Zocken, ich sag mal so, es geht. Es geht auch zum Beispiel Diablo Immortal. Ihr wisst, ich bin ganz großer Diablo-Fan, bin momentan in Diablo 4 untergetaucht. Aber auch Diablo Immortal bin ich am Zocken die ganze Zeit eigentlich eher auf dem Smartphone. Aber jetzt auch mal hier auf dem Redmi Book. Mit Diablo 4 wird es grenzwertig. Da müsst ihr wirklich alle ja grafische Einstellungen runterdrehen, weil hier ist ein Onboard-Grafikchip halt nur verbaut. Es ist keine eigene Grafikkarte hier verbaut. Und die ist natürlich auch von AMD. Die Onboard, das ist die AMD Radeon 780 GPU, wie gesagt, integriert. RAM-Bausteine sind hier 16 GB groß verbaut. Wirklich sehr viel
Reserven doch dann verbaut und dann 512 GB SSD-Speicher, interner Speicher. Der könnte selbstverständlich größer sein. Ihr macht 4-5 Spiele maximal drauf und das Ding ist natürlich vollgepackt. Aber für den normalen Anwender, der, ich sag mal, Word-Programme, also Office-Programme und oder halt, sag mal, Bildbearbeitungsprogramme und so weiter, der braucht natürlich nicht viel Platz. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit über den USB-C-Eingang, weil der halt auch die Version 3.2 Gen 2 sogar hat, eine SSD-externe Festplatte anzuschließen, da eure Games zu installieren und dann habt ihr da auch genug Reserven, wenn ihr das möchtet. Also rundum finde ich das Teil gelungen. Nochmal kurz zu der Windows-Version. Ich mache doch nochmal kurz hier den Entsperrer. Die Windows-Version, wenn ihr das Teil geliefert bekommt, ist es entweder auf Chinesisch oder ihr könnt schon während der Bestellung dann angeben, dass ihr eine Windows 11 Pro Version installiert haben wollt oder besser gesagt als USB-Stick mitgeliefert haben wollt. Das kostet extra. Ich verlinke es euch unten, wie gesagt, schaut da mal nach. Aber es geht eigentlich relativ einfach. Ihr könnt die chinesische Windows Version bestellen, dann geht ihr auf die Website von Microsoft, downloadet euch das Tool zum Windows Bootstick Erstellung allem runter, holt euch die Software Windows 11 Home Version, hier nochmal im BIOS halt einstellen, dass er erst vom USB-Stick dann booten soll und dann installiert euch dann quasi das System Windows in Deutsch drüber und der Key von der chinesischen Version wird hier übernommen. Also da habt ihr wenig Probleme, eigentlich müsst hier nicht mehr Geld ausgeben, als ihr unbedingt müsst. Wenn ihr das Ganze sparen wollt, Trading Shenzhen hat hier wirklich den Service, den Full Service, installiert euch auch da die deutsche Version und schickt euch auch einen kleinen USB-Stick mit der Windows 11 in der Pro-Version dann halt auch mit. Also das ist so der Unterschied. Ich habe Diablo Immortal jetzt gezockt. Nochmal kurz zum Performance. Performance ist wirklich sehr, ja, ich sag mal, wenn man nach Schulnoten geht, eher gut, nicht sehr gut, aber gut. Diablo Immortal läuft in fast allen höchsten Einstellungen nicht ganz. Das muss man zugeben. Man muss ein bisschen beim Nebel zum Beispiel und bei den Details ein bisschen runterdrehen. Aber ich sag mal, für solche Games oder halt irgendwelche Casual Games, die man halt einfach mal so nebenbei zocken möchte, reicht das vollkommen aus. Für die AAA-Titel, wie es irgendwie Call of Duty oder so, Battlefield, die ganzen Shooter, da wird es wirklich sehr, sehr eng. Da müsst ihr ein bisschen Abstand davon nehmen. Dafür gibt es auch bei Trading Shenzhen eine Lösung, weil da gibt es auch ein Redmi Gamer Book. Das kann ich euch gerne auch mal unten verlinken. Da sind dann eher die Gamer dann zu Hause. Ja, nochmal kurz zur Konnektivität. Hier auch Wi-Fi 6 verbaut, der neueste Standard, um halt auch den schnellen Internetgeschwindigkeit hier auf das Laptop zu bringen. Wirklich auch sehr, sehr cool. Und Bluetooth 5.3, da könnt ihr Kopfhörer anschließen, Game Controller oder halt eine Maus und so weiter und so fort, was ihr halt möchtet. Ja, das war's eigentlich schon soweit. Also ich bin von der Verarbeitung und auch von der Performance für diese Preisklasse wirklich sehr überrascht, dass das alles hier mit verbaut ist. Der AMD Ryzen 7 macht eine super Arbeit, sehr schnell, wie gesagt, für Anwendungen, für Games teilweise geeignet, aber für 817 Euro und ich denke, Preis ist auch eher fallend. Da kann man doch mal darüber nachdenken, dieses Teil zu importieren. Import Dauer ungefähr 10 bis 14 Tage. Ich habe bisher noch nie ein Problem gehabt mit dem Import bei Trading Shenzhen. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Sie haben einen deutschen Support, also da auch keine Angst, dass ihr irgendwelche Probleme bekommt. Ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Redmi Book 15 Pro in der Version 2023, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Dann könnt ihr auch da noch hinschreiben, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Und wenn ihr da seid, da unten seid, bei den Kommentaren und bei den Daumen, dann gerne auch abonnieren, wenn ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.